Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nicht nur mit realen Tieren finden wir Trost und Kraft. Auch mit symbolischen Tieren können wir uns tief verbunden fühlen. Krafttiere können uns helfen, unserer Intuition zu folgen, Herausforderungen im Leben zu meistern, unsere individuellen Lebenswünsche zu realisieren und uns an schlechten Tagen beistehen. Alle erdenklichen Tiere sind Krafttiere, aber es gibt 12, die, wie die Tierkreiszeichen, zu unseren Geburtsdaten gehören. Ich erzähle dir hier, welches dein Krafttier ist und welche Bedeutung es für deinen Alltag und dein Leben haben kann. Welche Bedeutung hat ein Krafttier? Krafttiere haben ihre Geschichte im Schamanismus der nordamerikanischen Ureinwohner. Nach diesem Glauben hat jeder Mensch einen oder mehrere spirituelle Begleiter in Tiergestalt, die ihn beschützen und stärken. Jedes Krafttier ist ein Symbolträger mit unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Das Krafttier wird zu wichtigen Ritualen eingeladen und als Unterstützer in schwierigen Situationen gerufen, kann aber auch Impulse für das Leben im Alltag geben. Sowohl an schlechten wie auch an guten Tagen kannst du dein Krafttier an deiner Seite spüren. Ein Krafttier kann in deine Seele schauen. Es erkennt dein innerstes Ich, deine Wünsche, Ängste, Bedürfnisse und Unsicherheiten. Der Geist in Tiergestalt kann dir aber auch dabei helfen, an deine Stärken zu glauben und dein Potenzial vollends zu entfalten. Du kannst dein Krafttier als innere Stimme verstehen, die dich intuitiv mit deiner dir innewohnenden Weisheit verbindet. Nach dem schamanischen Glauben suchen Menschen sich ihr Krafttier nicht bewusst aus. Vielmehr werden wir von ihnen ausgewählt. Ihre Aufgabe besteht darin, ihren Menschen zu beschützen und gesund zu halten, sowohl körperlich als auch seelisch und spirituell. Der Geist des Krafttiers soll uns an allen Tagen beistehen und in unserem Leben zu einem zuverlässigen Begleiter werden. Man kann ein Krafttier daher auch mit Schutzengeln vergleichen. Als höhere, spirituelle Kraft lenken und begleiten sie uns auf unserem Lebensweg. Wobei hilft dir dein Krafttier? Dein Krafttier zeigt dir Eigenschaften und Energien, die untrennbar zu dir gehören und auf die du in jeder Lebenslage und an allen Tagen vertrauen kannst. Es hilft dir zum Beispiel dabei, Entscheidungen zu treffen oder deine Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Es kann auch zu deinem Enttarner vermeintlicher Wahrheiten werden, die deiner Persönlichkeit im Grunde gar nicht entsprechen und die du wie eine Maske aufgesetzt hast. So kann dein Krafttier dein Leben zum Besseren wenden und dir einen Weg zu dir selbst aufweisen, den du vielleicht noch gar nicht in Erwägung gezogen hast. Dein Krafttier kann Verbündeter, Beschützer, Lehrer oder Richtungsweiser in deinem Leben sein, je nachdem, in welcher Situation du dein Krafttier zu Rate ziehst. Welches Krafttier gehört zu deinem Geburtsdatum? Wenn du zwischen dem 21. März und dem 19. April geboren bist, dann ist dein Krafttier der Falke. So wie der Vogel selbst hat der Falkentyp keine Angst davor, aufregende Flüge zu machen und in großen Höhen zu fliegen. Egal wie hoch ihre Position oder ihr Vertrauensvorschuss ist, sie werden ihr Ziel in kürzester Zeit im Visier haben und danach streben. Außerdem sind Falken direkt und haben Probleme damit, wenn andere trödeln. Wenn du zwischen dem 20. April und dem 20. Mai geboren bist, dann ist dein Krafttier der Biber. Biber bauen eine gute Karriere, eine nette Familie, eine sichere Beziehung und eine warme Heimatbasis auf. In diesen Gebilden sind sie entschlossen, niemand muss ihnen etwas vorschreiben, absolut nichts. Bibertypen strahlen Zuversicht, Wärme und Stabilität aus. Wenn du zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren bist, dann ist dein Krafttier der Hirsch. Der Hirsch ist vielseitig, sozial, charmant und interessiert. Dieser Typ erledigt am liebsten 100 Dinge auf einmal. Dies sind Menschen, die sich schnell langweilen und gerne ihre Zeit in guter Gesellschaft verbringen. Sie haben ein großes Talent für Sprache und Kommunikation. Wenn du zwischen dem 21. Juni und dem 21. Juli geboren bist, dann ist dein Krafttier der Specht. Spechte fühlen sich am wohlsten, wenn sie sich um andere kümmern dürfen. Sie sind äußerst emotionale und sensible Menschen, die es lieben, sich zu verbinden und denen es schwerfällt, loszulassen. Ein Specht braucht viel Bedenkzeit und muss aufpassen, dass er sich nicht in Sorgen verfängt. Wenn du zwischen dem 22. August und dem 21. September geboren bist, dann ist dein Krafttier der Braunbär.
Der Braunbär ist kraftvoll und stark. Sein Aussehen ist beeindruckend, aber in Wirklichkeit ist er sanft und liebevoll. Diese Menschen arbeiten hart und mögen Routine und Termine. Sie sind treu und loyal, neigen aber manchmal zu Sentimentalität. Wenn du zwischen dem 23. Oktober und dem 22. November geboren bist, dann ist dein Krafttier die Schlange. Die Schlange wird durch intensive Gefühle, wiederholte Veränderung und ein geheimnisvolles Erscheinungsbild charakterisiert. Diese Individuen haben die extreme Freude und den tiefsten Schmerz des Lebens erfahren und meiden oberflächliche Belanglosigkeiten. Sie sind faszinierende Persönlichkeiten, die sowohl im Dunkeln als auch im Rampenlicht gleichermaßen strahlen. Wenn du zwischen dem 23. November und dem 21. Dezember geboren bist, dann ist dein Krafttier die Eule. Eulen sind begeistert von Herausforderungen und erkunden stets neue Wege und Möglichkeiten. Es gibt kein Thema, zu dem eine Eule keine gründlich durchdachte Meinung hat. Diese Persönlichkeiten sind im Leben abenteuerlustig und bewahren stets ihre Unabhängigkeit. Wenn du zwischen dem 22. Dezember und dem 19. Januar geboren bist, dann ist dein Krafttier die Gans. Gänse sind hart arbeitende Menschen, die ihre Aufgaben mit Hingabe erledigen. Sie sind nicht an pompösem Prunk interessiert, da ihnen das Praktische genügt. Gänse schließen nicht viele Freundschaften, aber diejenigen, die sie schließen, sind lebenslang. Wenn du zwischen dem 22. Januar und dem 18. Februar geboren bist, dann ist dein Krafttier die Fischotter. Wenn wir mit einem Otter interagieren, können wir stets auf Überraschungen gefasst sein. Diese Personen betrachten das Leben als ein großes Experiment. Sie forschen und planen, um ihre Ideen zu verwirklichen, führen sie aber nicht immer aus. Ihr exzentrischer und unberechenbarer Charakter ist ihr Markenzeichen. Wenn du zwischen dem 19. Februar und dem 20. März geboren bist, dann ist dein Krafttier der Wolf. Wölfe sind sensible und künstlerisch veranlagte Menschen. Sie benötigen Einsamkeit, um neue Energie zu tanken. Sie nehmen die Emotionen, Atmosphären und Eindrücke anderer Menschen auf. Das macht sie gut geeignet für soziale Berufe wie Medienarbeit, Coaching oder Therapie.